was Mut macht, ist hier zu sein. Die Handwerker für den Frieden sind eine ganz große Errungenschaft der Friedensbewegung. Vielleicht die letzte große, die wir in den letzten Jahren erreicht haben. Und von daher ist mein erster Satz erstmal ein Dank an die, die das gemacht haben. Die jetzt teilweise hier sitzen, unten sitzen, heute Vormittag mit dabei waren. Das ist ein neuer Impuls für die Friedensbewegung aus einem gesellschaftlichen Bereich, wo man es nicht unbedingt erwartet hat. Und das ist toll, mutmachend, verändernd und schafft auch eine neue Kräftekonstellation. Wer erwartet denn eigentlich schon von den Handwerkern, dass sie sich gegen den gesellschaftlichen Mainstream für den Frieden engagieren? Und ich muss mal sagen, es ist auch kein Zufall, dass das aus dem Osten kommt. Der Osten ist einfach rebellischer. Und das ist auch gut so. Ja, und bei allem, was sie versucht haben in den letzten 30 Jahren, diese Rebellion haben sie vielen Menschen im Osten noch nicht ausgetrieben. Und es ist in vielen Bereichen hinein. Und diese Rebellion und diese rebellische Grundhaltung ist es, was Mut macht und was auch ausstrahlungsfähig ist. Also Karl war in Bremen, der ist ja in Bremen gefeiert worden wie ein kleiner Held, weil er der erste Handwerker war, der rebellisch gegen Kriegspolitik aufgetreten ist, weil die im Westen noch auf den Fußboden schauen. Und ich glaube aber, das macht Mut. Und das ist meiner Sicht nach das große Signal, was von diesen Aktivitäten ausgeht. Und ich kann euch alle nur bitten, redet mit euren Kolleginnen und Kollegen im Westen. Ermutigt sie, auch ein bisschen rebellischer zu werden. Weil das ist nämlich genau das, was wir oder auch ich brauchen. Wenn du alleine bist, bist du verloren. Wenn du nicht alleine bist, wenn du die Sympathie und die Unterstützung von anderen Menschen, von anderen Initiativen hast, dann ist das wie wenn ein Riese hinter dir steht und dir hilft und dich auch ein bisschen stützt und dir Mut macht. Von daher ist die Solidarität der Grundpfeiler, warum man sich wehren und bewegen kann. Und diesen Grundpfeiler, den müssen wir weiter stärken und das sollten wir wirklich gemeinsam tun. Mein Name ist Mona Raneer, ich bin Pressesprecherin des Bündnisses Macht Frieden, ein Bündnis von Friedensgruppen, lokalen Bürgerinitiativen, Vereinen, Verbänden für den Frieden, bundesweit aktiv, vor allem in München. Und wir haben hier heute auf dem Podium Vertreter aus der Handwerkerschaft, aus der Interessenvertretung der Handwerker, aus der Zivilgesellschaft, aus der friedensbewegten Zivilgesellschaft und aus der Unternehmervertretung, der Mitarbeitervertretung. Wir haben einmal, zeig mir nochmal dein Schild, du bist der Christian Lehler, genau, der noch zuletzt aufs Podium dazugekommen ist. Danke, dass du dich noch relativ kurzfristig dazu bereit erklärt hast, zu uns hier dazu zu stoßen. Du bist aus der Kreishandwerkerschaft in Harzbode und dort habt ihr auch einen Brandbrief mit unterstützt oder mitgeschrieben, wie Karl Krökel ja auch einen geschrieben hat. Also offene Briefe gegen die Sanktionen. Du kannst gleich selber auch noch was zu dir sagen. Es freut mich aber sehr, dass hier Handwerker sitzen. Zum einen Christian Lehlau aus Harzbode, der Kreishandwerkerschaft. Dann Norbert Fischer, Kreishandwerksmeister in Oberhavel, der auch in Oranienburg mitdemonstriert, in den Montagsdemos dort mit Karl Krökel. Und ich glaube, bei euch gibt es auch einen offenen Brief. Kannst du gleich noch was zu sagen, wie ihr zu den Sanktionen euch stellt? Und der dritte Handwerker hier im Bundes, Mario Bayer, stellvertretender Landesinnungsmeister der Landesvertretung der Dachdecker in Brandenburg aus Trebbin. Und dort auch, ja, hat sich auch auf viele Arten und Weisen gegen die Sanktionen gestellt und zu einer Politik für den Mittelstand. Kannst du gleich auch noch mal im Detail was zu sagen? Einen herzlichen Dank an die Handwerkervertreter, dass ihr hier seid und Gesicht zeigt mit uns auf dem Podium, einsteht für den Frieden und gegen die Sanktionspolitik. Danke, dass ihr da seid. Echt klasse. Ich glaube, vergessen zu erwähnen habe ich Klaus-Lothar Beber. Wir haben uns auch jetzt erst kennengelernt. Klaus, du bist Obermeister der Kfz-Innung in Dessau-Roßlau, also hier. Deine Innungsfahne ist also hier diese wunderschöne Fahne. Ist also hier Mitveranstalter sehr präsent dabei. Und ihr habt auch einen Obermeisterbrief gegen die Sanktionen im Juni 2022 geschrieben. Kannst du gleich noch mehr zu sagen? Ja,
Also nicht wir haben auch einen Brief geschrieben, wir haben den ersten Brief geschrieben. Den allerersten. Und zwar am 14.06. Ich glaube, der Karl Krögel hat das schon intoniert, aber ich wollte es hier nochmal unterstreichen. Ja, sehr wir gut. haben den ersten geschrieben und haben gehofft, dass uns viele Innungen und Kreishandwerkerschaften folgen werden. Und es sind einige gefolgt. Es sind ja einige gefolgt. Ja, jetzt sind wir gerade noch in der Vorstellungsrunde. Ich muss eben noch kurz was zu Rainer Braun und Peggy Lindemann sagen. Aber das ist, ich glaube, da sind wir schon, sehen wir schon, dass da was sehr Spannendes im Gange ist in der Handwerkerschaft, worüber wir jetzt hoffentlich mehr erfahren. Ihr kennt ja schon Rainer Braun vom International Peace Bureau in Genf, der auch letztes Jahr im November eine Reise für den Frieden angetreten ist und war in Russland und hat dort auch und gerade mit der linken Opposition in Russland gesprochen, zeigt immer eine differenzierte Sicht und steht immer ein für ein Zusammenstehen verschiedener Initiativen, Gruppierungen, Strömungen, wird dafür auch viel angegriffen, aber hältst das mit starkem Kreuz aus und danke, dass du auch heute hier uns hilfst, das hier durchzuführen und für uns einstehst, für den Frieden einstehst. Dankeschön. Und wir haben eine Mitarbeitervertreterin, die allerdings heute als Privatperson hier ist. Peggy Lindemann ist Betriebsrätin und auch IGBCE-Mitglied. Und zwar ist sie Betriebsrätin in der Erdölraffinerie PCK Schwedt, vielen von euch vielleicht bekannt aus Interviews in den Nachdenkseiten bei Kontrafunk und Paul Brandenburg, wo sie berichtet hat, was da eigentlich passiert in Schwedt in der Erdölraffinerie, nämlich ein Tod auf Raten aufgrund der Entscheidung der Bundesregierung, eben das Erdöl, das russische Erdöl dort nicht mehr liefern zu lassen, aufgrund eines Ölembargos gegen die Druzhba-Pipeline, das noch über die EU-Sanktionen hinausgeht. Peggy wird uns dazu gleich einige Details erzählen und sie ist eben ein bisschen aufgefallen, in die Öffentlichkeit geraten, weil sie es gewagt hat, den Mund aufzumachen und sogar Olaf Scholz bei einem Besuch bei PCK Schwedt Bescheid zu sagen und sich eben dagegen zu wehren, dass hier eine Deindustrialisierungspolitik in Deutschland läuft. Danke, Peggy, dass du aufstehst. Das ist klasse, dass du hier bist. Danke dir. Und ich würde gerne, wenn ihr einverstanden seid, ihr seht, hier sind viele spannende Dinge, über die wir gerne mehr erfahren wollen. Die Brandbriefe der Kfz-Obermeister, der Innungen, der Kreishandwerker, der Handwerkervertreter, wir und der Zusammenschluss zwischen Friedens- und Grundrechtebewegung. Ich möchte aber tatsächlich anfangen mit dem Fall Schwedt. Peggy, könntest du uns ein bisschen was erzählen? Warum ist PCK Schwedt in Schwierigkeiten? War das Unternehmen vorher schon in Schwierigkeiten? Wie geht es dir jetzt als Mitarbeiterin damit, mit den Schwierigkeiten dort? Und wie ist die Stimmung dort in der Belegschaft? Musst du hier anmachen, genau. Ja, hallo. Ich bin momentan eigentlich eher traurig, dass meine Belegschaft so ruhig ist. Das habe ich auch in dem Interview so gesagt. Die stellen sich gerade tot. Die Angst ist eben, hat die in so eine Schockstarre versetzt. Die hoffen irgendwie, dass es an ihnen vorbeizieht, dieses Dilemma. Und ja, irgendwie bin ich da so, wir sind 2-3 Leute, die das anders sehen und dann auch die Probleme benennen und dann auch Probleme kriegen. Was genau sind die Probleme in Schwedt? Das ist ja eine Erdölraffinerie. Warum wird das Erdöl aus der Druzhba-Pipeline nicht mehr geliefert? Greifen da EU-Sanktionen oder welche politischen Entscheidungen greifen da? Also die EU hat die Druzhba-Leitung nicht sanktioniert. Die hat Herr Scholz im vorauseilenden Gehorsam schon vorweg dann sanktioniert. Und da hatte ich die Chance, auch schon letztes Jahr Herrn Habeck mehrere Fragen zu stellen oder ihn darauf hinzuweisen, dass diese Sanktionen uns mehr schaden als dem Russen letztendlich, weil eben, wie vorhin auch schon gesagt wurde, viele Länder sich an den Sanktionen nicht beteiligen. Die kaufen weiterhin das russische Rohöl. Die Fremdöle, die sie uns versprochen haben, sind so schnell auf dem Markt gar nicht verfügbar, weil die auch Langzeitverträge haben. So schnell kann man auch keine neuen Öle erschließen oder die Tanker letztendlich selber, die auf dem Wasser hin und her fahren, sind ja auch begrenzt. Und letztendlich ist es tatsächlich so, dass die Öle, die wir haben, von der Beschaffenheit ganz anders sind als das russische Rohöl, was sehr schwer ist und schwefelhaltig, dass wir da auch Probleme kriegen in den Anlagen. Und jetzt ist es so, dass es sehr leicht ist und wir daher gar kein Bitumen mehr herstellen können. Und wir waren vorher, also wir haben 30%
Bitumen in Deutschland hergestellt, was ja jetzt auch die Straßenbauunternehmen zu spüren bekommen, dass es da Probleme gibt. Gibt es, was ist die Reaktion aus der Politik, wenn ihr sagt, dass das jetzt Schwierigkeiten macht, für, zum Beispiel für den Straßenbau? Wie reagiert die Politik? Olaf Scholz, Kanzler Scholz war bei euch, glaube ich. Willst du mal kurz erzählen, wie war der Besuch? Wie haben die Menschen auf ihn reagiert und was hat er euch angeboten und überzeugt dich das Angebot der Politik oder nicht? Also der Herr Scholz wurde ja mit Beifallsstürmen tatsächlich empfangen in meiner Belegschaft, was ich auch schon ein bisschen ja, komisch finde, ich persönlich. Ich hatte da auch kurz die Chance, ihm ein paar Sachen zu erzählen, hatte, also es gab so ein offenes Mikro, das hatte ich dann mal ganz kurz, weil mir dann wieder entrissen wurde, weil ich dann nicht das Richtige gesagt hatte. Was hast du gesagt? Das ist auch bestimmt spannend. Naja, er kam ja dann mit der frohen Botschaft, dass die Treuhand jetzt die Rosneft-Anteile übernimmt und hat uns dann eine Lohngarantie von 2 Jahren versprochen und uns Gelder versprochen, 400 Millionen vom Land und 400 Millionen vom Bund und für unseren tollen Transformationsprozess, dass wir jetzt eine grüne Raffinerie werden sollen. Und alles, was er sich da so denkt, ist ja vielleicht möglich, aber maximal in 10 Jahren. Und das ist schon sportlich und in 2 Jahren ist das gar nicht schaffbar. Und dann hatte ich ihm eben auch gesagt, wenn er so weitermacht, und in meinen Augen ist es eben eine Deindustrialisierung, dass viele Firmen eben unser Land schon verlassen haben, weil sie diese ganzen Energiepreise gar nicht mehr bezahlen können. Und auch die Chemieunternehmen, die ja wirklich gut bezahlen und wir dementsprechend auch viel Steuern bezahlen und auch Emissionssteuern und CO2-Steuern und Klimaschutzsteuern und ich weiß nicht, was die PC-Kalett noch bezahlt, die würden ja dann auch alle verloren gehen. Und dann fragte ich ihn, dann mittlerweile schon ohne Mikro, aber ich brauche auch keins, ich kann auch ohne, wer dann eigentlich sein Bürgergeld finanzieren soll, wenn wir denn alle weg sind. Und letztendlich wurde ich von meiner Belegschaft ausgebuht. Wie erklärst du dir das, dass deine Belegschaft da sich sozusagen einlullen lässt? Weil wenn ich das richtig verstehe, ja, für 2 Jahre eine Lohngarantie ist ja keine Arbeitsgarantie. Das bedeutet ja nicht, dass es nach den 2 Jahren irgendwie bei euch weitergeht. Es gab ja auch keine Garantie, dass jemals die Durchspar-Pipeline wieder eröffnet wird, also dass aus Erdöl wieder ankommt. Oder hat Scholz euch Erdöl versprochen? Also nö, witzigerweise hat er auch mehr von Gas gesprochen als von Erdöl, als er bei uns im PCK war, wo ich auch dachte, er hat ja irgendwie das nicht so richtig. Moment, ihr seid eine Erdölraffinerie, ja, oder? Der gute Cum-Ex-Olaf, der ist ein Witziger, ne? Ja. Hat er kurz vergessen. Also die Rede sollte hinterher verschriftlicht werden und da wurde dann auch der Mitarbeiterin klar, der hat ja eigentlich gar nichts gesagt. Ja, ja. Also viel geredet und nichts gesagt. Und ich denke eben, das ist so eine Hinhaltetaktik, dass wir 2 Jahre lang die Füße stillhalten und das Ding dann abgewickelt wird und dann braucht auch keiner mehr auf die Straße gehen. Das habe ich versucht, meinen Mitarbeitern klarzumachen. Wir können jetzt was machen und wir können jetzt versuchen, die Firma zu retten. In 2 Jahren, wenn wir dann nicht mehr wirtschaftlich sind, und das sind wir im Grunde jetzt schon nicht mehr mit unserer Auslastung, das gucken die sich nicht lange an. Mhm. Und dann werden sie sagen, ja, wir haben ja alles versucht und jetzt hat der ja nicht funktioniert. Ja, sorry, tut mir leid. Was müsste jetzt passieren, um die Firma zu retten? Können die Mitarbeiter bei PCK Schwedt das Unternehmen retten? Und wenn nicht, wer könnte es? Ist es so, dass das Unternehmen vorher schon in wirtschaftlichen Schwierigkeiten war? Nee, waren wir noch nie. Und das ist auch wie vorhin schon erwähnt worden, der Russe hat uns noch nie irgendwas abgestellt. Weder das Gas, noch das Öl, noch sonst irgendergleichen. Und da gab es ja schon immer schwierige Konstellationen vorher schon geopolitisch. Die haben uns den noch nie abgedreht. Sondern unsere eigene Bundesregierung dreht uns gerade den Hahn ab. Genau, die erzählen, er könnte ja und die Gefahr besteht und deswegen machen wir es mal lieber schon vorher und das ist nicht richtig. Suizid aus Angst vor dem Tod, also entsteht. Danke, liebe Peggy, dass du offen darüber sprichst. Das ist, glaube ich, ein Vorbild für alle. Und zeigt auch, dass eben in den einzelnen Betrieben, die Menschen keine Chance haben. Es wird Schweigegeld gezahlt, es wird für 2 Jahre Lohn garantiert. Die Leute suchen sich eine Alternative, gucken sich auf dem Arbeitsmarkt um, sehen aber um sich herum einen Wirtschaftsstandort implodieren. Und um den eben zu schützen, muss es eine Interessenvertretung geben, die aufsteht. Mich würde interessieren, wie kam der erste Obermeister Brandbrief gegen die Sanktionen im Juni 2022 zustande und was ist danach erfolgt? Ich weiß nicht, wer von den Handwerkervertretern zuerst willst du, Klaus? Ich hoffe, es ist okay, dass wir uns hier alle duzen. Lass mich mal machen, wenn du über den ersten Brief sprichst.
Dann weiß ich, glaube ich, besser Bescheid als der Rest. Das war also Mitte Juni 22. Wir hatten planmäßige Vollversammlung in der Handwerkskammer Halle am 8. oder 29. Muss ein Donnerstag gewesen sein. Also 14 Tage vorher kriegte ich dann mit Verbrenner aus. Bin ja Kraftfahrzeugmann, Kraftfahrzeuginnung. Und die Frist des Einspruchs bei der EU gegen das Verbrenner aus lief am 30.06. ab. Das fiel mir irgendwann, kriegte ich ja so eine Mitteilung, das ist ja nirgendwo richtig publiziert worden. Ich sage zum Karl, Karl, hier müssen wir was tun. Also ich fahre zur Vollversammlung, da müssen wir erstens gegen das Verbrenner aus antreten, Nummer eins. Dann muss die Handwerkskammer was tun. Ich bin ja Pflichtmitglied, oder wie wir alle sind, und bezahlen das, diese Institution. Da müssen sie auch mal tätig werden für uns. Was machen sie sonst? Und ich habe zweitens was dagegen, dass wir an solchen Vollversammlungen beschließen, Satzungsänderungen, Punkt 5, 6, Komma, und das wird geändert. Uns kommt nichts dabei raus, außer bla bla bla, unser ganzer Tag ist weg. Und zweitens, wir müssen was tun gegen diesen Krieg. Gegen diese Wirtschaftssanktionen. Mit dem Ding habe ich Kontakt aufgenommen zur Kammer, die sich dann hinter das Verbrenner ausgestellt haben und haben einen Battlebrief inszeniert, der hat 14 Tage gedauert, bis er dann so kurz vorher dann noch zum Bundeskanzler ging. Aber das andere haben sie weggedrückt, das dürfen wir nicht, wir dürfen uns nicht als Kammer des öffentlichen Rechts nicht außenpolitisch äußern. Also die Kammern haben nicht protestiert, obwohl die Handwerkskammern in Deutschland organisiert im ZDH, im Zentralverband des Deutschen Handwerks, organisiert sind, um Interessenvertretung für die Handwerker zu machen. Du sagst mir gerade, dass die Kammer eure Interessen nicht vertreten. War nicht das Thema, Verbrenner aus, ja, aber jetzt politisch wirksam werden für die Abschaffung der Sanktionen und so weiter und so fort, Frieden schaffen ohne Waffen, das war nicht ihr Thema, so dass wir dann gesagt haben, jetzt machen wir das. Also ihr als Innungen? Jetzt machen wir als sechs Innungen, als Kreishandwerkerschaft, jetzt schreiben wir den Brief. Und wir hatten den Brief als Obermeisterbrief genannt, weil die Innungen sind ja rein privat. Rechtliche Vereinigungen. Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig für alle zum Verständnis. Die Handwerkskammern sind ja, es besteht eine Pflichtmitgliedschaft für alle Handwerksbetriebe. Und das sind ja Körperschaften des öffentlichen Rechts. Genau, und bei den Innungen auch die Kreishandwerkerschaft. Aber die Innungen selber, die können sich, also muss man sich den Irrsinn überlegen, ich darf mich nicht äußern. Es gibt im Grundgesetz das Recht, wenn ich als Bürger oder Mensch was bemerke, was gegen die Raison läuft, dann muss ich mich dazu äußern. Und hier wird mir glattweg das Recht versucht abzusprechen, mich außen oder politisch zu äußern. Das geht ja nicht sowas. Über die Handwerkskammern wird versucht, genau. So ähnlich wie über die Betriebsräte. Also haben wir das gemacht als Obermeisterbrief. Die sechs Obermeister haben das unterschrieben. Und wie gesagt, und dann in der Folge sind dann einige weitere Obermeister wach geworden, auch Kreishandwerkerschaften, und haben dann ähnliche Obermeisterbriefe dann inszeniert. Klasse. Kammern haben sich auch nochmal geäußert, aber sie haben sich dann zum Schluss entschuldigt. Das war ja nicht so gemeint, was sie gesagt haben da. Und also eine wirkliche Interessenvertretung können die Kammern nicht sein. Das kann nur die Selbstverwaltung in unseren Innungen sein. Also wir müssen es einfach selber machen. Drum sitzen wir ja hier. Genau, die Innungen, die Handwerker müssen sich über die Innungen einfach organisieren, einfach machen. Sehr gut. Und ich bin mittlerweile der Meinung, ich bin ja nicht nachtragend, aber wer grün wählt oder wer solche Gedanken hat hier, wir fahren künftig alle nächstens Lastenfahrrad, den sollten wir einfach mal von der Dienstleistung der Handwerkerschaft ausschließen. Soll er doch sein Klobecken selber erneuern oder sein Lichtschalter. Keine Ausschließung, oder wenn das Auto nicht mehr fährt, muss er halt das Fahrrad nehmen. Wir haben keinen Platz für solche Leute bei uns. Leider ist das nicht durchsetzbar, weil jeder Handwerker hängt ja auch am Umsatz und Ertrag, klar. Genau, danke. Und außerdem ist es ja auch viel einfacher, viel besser in der Gesellschaft miteinander zu reden, als sich gegenseitig auszuschließen. Aber ich kann die Wut verstehen und ich glaube ganz klar, wer mit Grünen marschiert, hat nichts kapiert. Da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Vielen Dank, Mona. So stimmt. Wir wussten also schon, Entschuldigung, Martin, das kennst du nicht,
Wir wussten schon zu Ostzeiten, warum wir in der Kaufhalle die grünen Bierflaschen aussortiert haben. Wir haben ja nur die braunen hier mitgenommen. Okay, man sagt ja immer, wir wollen nicht nur billiges Grünen-Bashing machen, aber man muss dazu sagen, ich war fast 20 Jahre lang Mitglied der Grünen, von daher, ich habe da noch ein bisschen eine Rechnung offen mit den lieben Grünen. Gut, dass du die Kurve gekriegt hast. Gott sei Dank. Ja, jeder Mensch kann klüger werden. Ich bin das beste Beispiel. Ich lebe noch raus aus der Grünen-Sekte. Wenn ihr auch jemanden kennt, der Mitglied ist, raus aus der Sekte, einfach raus. Es gibt ein Leben nach dem Sektenaustritt, liebe Leute. Ich möchte gerne Mario Bayer eine Frage stellen zu diesen offenen Brandbriefen, die es gibt und zu den Initiativen, die ihr habt. Mario Bayer ist stellvertretender Landesinnungsmeister der Dachdecker in Brandenburg aus Trebbin. Und du wurdest, da war vor kurzem eine Wahl, wenn ich das richtig verstanden habe, wo du als stellvertretender Landesinnungsmeister gewählt wurdest. Und du hast bei der Wahl dazu, müssen wir das Mikro ausmachen, das zweite genau, das gelbe Mikro, könntest du bitte ausmachen, Klaus, für den Moment, ja? Nur damit wir keine Rückkopplungen haben. Du hast bei dieser Wahl, kannst ja vielleicht selber nochmal erzählen, so wie ich es erzählt bekommen habe, gesagt, du stehst 100% hinter Karl Krökel und hinter seiner Kritik an den Sanktionen. Und mich würde interessieren, wie hat die Landesinnung darauf reagiert? Wie ist das für dich ausgegangen bei der Wahl? Erzähl einfach mal, wie ist so die Stimmung in der Handwerkerschaft zu diesem Thema Sanktionen und Handwerkerwiderstand gegen die Sanktionspolitik? Ja, die Stimmung ist wie folgt, so wie es heute schon auch im Forum angesprochen wird, ist, dass ganz viele Menschen in Deutschland eine Meinung haben, aber die meisten, darum sind wir heute nur und auch trotzdem erfreulicherweise 150, 160 Mann hier, aber noch viel zu wenig für dieses große Thema, weil viele noch den Kopf lang runter machen, so sind bei uns auch. Natürlich angeführt mit diesem Brandbrief hatten wir da auch einen, wahrscheinlich sind wir zu dicht an Berlin dran im Mittelland Brandenburg, der Brandbrief unsererseits wurde etwas geschönter geschrieben, aber auch trotzdem Brandbrief, den wir gemacht haben, hingegen unsere Demo, ich muss kurz ausholen, die wir letztendlich vor dem Brandenburger Tor in diesem Jahr am 22. von der Kreishandwerkerschaft abgehalten haben, da muss ich sagen, da haben wir schon deutlich unsere Forderungen dargestellt. Mit einem entsprechenden Marsch, mit dem Autokorso und direkt vorm Brandenburger Tor mit einer Bühne, wo wir dort eine Kundgebung geben haben, wo ich selber auch gesprochen habe, wie ich finde, auch sehr deutlich. Und wie gesagt, da haben wir schon gezeigt, was wir Handwerker wollen und dass wir uns das, was hier gerade vonstatten geht, eben uns nicht hier fallen lassen wollen. Zu Ihrem Thema, was Sie gerade gesagt haben, ist es so, das war letztes Jahr gewesen, ich sollte wieder gewählt werden zum stellvertretenden Landesinnungsmeister, sowie andere Ehrenämter, die ich in der Form noch bekleide auf Bundes- und Landesebene. Und da ist es halt so, dass ich vor dieser Wahl bin ich eben aufgestanden. Ich sah, ohnehin stand nur einer wieder zur Debatte an der Stelle, mein Name. Und dann bin ich eben trotzdem aufgestanden und hielt das halt nochmal für wichtig, allen im Saal mitzuteilen, wie Sie schon richtig gesagt haben, dass ich Herrn Karl Krökel, den ich sehr, sehr schätze, inzwischen auch durch verschiedene Sachen persönlich eben kenne und wir, wie ich finde, da wirklich deutlich eine Sprache sprechen, dass ich mit ihm sehr sympathisiere, dass ich auch diesen Brandbrief des Herrn Roßlau, den ersten in der Form, in jeglichster Form unterstütze, und sämtliche, wie will man sagen, sämtliche Sachen, so wie die heute hier, auch da voll hinterstehe und diese unterstütze und dass ich das mit zu berücksichtigen gebe für zur Wahlentscheidung, dass wenn einer im Saal der Meinung ist, dass ein stellvertretender Landesinnungsmeister auf Demos nicht sprechen soll oder auf diesen Veranstaltungen dieser Art nicht beihen soll, dann soll er das bitte in seiner Wahl berücksichtigen und mich eben nicht wählen. Und die Wahl wurde gemacht und ich wurde einstimmig zu 100% gewählt. Der Saal war zwar schweigend ruhig, ich sah aber doch den einen oder anderen Daumen am Tisch und so handhabe ich es mit jedem ehrenamtlichen Job, selbst auf Bundesebene, wo ich da entsprechend im Bundesbildungsausschuss der Dachdecker drin sitze, im ZVDH, auch da kennt jeder meine Meinung und ich werde meine Energie, die ich, weil ich meinen Beruf liebe, ist es halt so, dass ich da in jeglicher Form hinterstehe und diese Ehrenämter auch mit aller Energie verfolge.
aber auch ganz klar sage, wenn man eben ein Problem mit meiner Meinung hat, dann soll man mich aus diesen Ämtern eben rausgehen lassen, bloß ich werde eben von meiner Meinung, die hier auch im Raum vertreten wird, keinen Schritt zurückweichen. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank, Mario Bayer. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz klares Statement, auch auf Demos zu sprechen. Und das ist ja, was sich viele nicht trauen, eben aus Angst vor zu viel Gegenwind, auch vor beruflichen, persönlichen, privaten Konsequenzen. Und es ist ja ganz wichtig zu wissen, dass hier Menschen sind, die bereit sind, auch auf die Straße zu gehen, auch rauszugehen. Denn hier sitzen ja auch einige Menschen im Publikum, die Demos organisieren gegen die Sanktionen für Frieden schaffen ohne Waffen. Es ist ja wichtig zu wissen, dass wir uns hier miteinander vernetzen und zusammen auf die Straße gehen. Das finde ich ganz klasse. Wie ist denn deine Erfahrung mit den Demos auf der Straße, mit der Reaktion der Menschen auf eure Demo vor dem Brandenburger Tor, zum Beispiel die Reaktion von Passanten? Wie ist deine Erfahrung? Wie war das Medienecho? Gab es wohlwollende Berichterstattung, gab es negative Berichterstattung oder griff die Medienblockade gegen oppositionelle Demos? Was ist deine Erfahrung? Erzähl mal. Da kann ich nur so viel sagen, dass wir alle gespannt waren auf die abendlichen Nachrichten und wir durften weiterhin gespannt sein, weil es wurde nichts davon erwähnt. Ich meine, wir haben es ja nur geschafft, dass ein Dreivierteltag die Straße 17. Juni vollgesperrt war, weil da standen ja nun mal unsere 110 Fahrzeuge. Und mit ca. 300 Handwerkern mit entsprechender Lautstärke bis vor den Bundestag zu treten, um dort dann wieder zurückzukehren zum Brandenburger Tor, um dort unsere Kundgebung mit entsprechender Boxenanlage, also man hat uns durchaus schon deutlichst gehört, da muss ich halt sagen, es wurde nichts davon in die Medien gebracht. Durch andere Social-Netzwerke, wie die heute auch schon angesprochen, das ist natürlich alles möglich. Da ist die Reden, unser ganzer Auftritt, es war auch so, dass da ein, wie nennt sich das hier, Free-YouTuber oder jedenfalls so ein Streamer, YouTuber, ja. Letztendlich sich da bereit erklärt hatte, diese ca. 5 Stunden live für uns da letztendlich aufzunehmen, fanden wir ganz toll. Hat er gemacht, ist ins Netz gegangen, über den Weg durchaus und über das, was wir selber auch ins Netz gestellt haben, ist rausgegangen über die Medien, wie wir heute an anderer Stelle auch schon gehört haben, wo das Wichtige eben verschwiegen wird durch die Zensur, wurde auch davon nichts gebracht. Ansonsten muss ich sagen, es ist für der Handwerker hat den Vorteil, wie ich finde, das ist eine persönliche Meinung, dass er für Außenstehende schwer einzuordnen ist und zumindest eine gewisse Neutralität genießt. Und das letztendlich, wie ich auch finde, macht es den Staat gerade auch nicht so einfach, denn umso mehr Handwerker auf die Straße gehen, die weder in diese so bequeme Rechte oder Querdenkerszene oder hier steckt zu werden, ist es eben für den Staat sehr schwierig, ja wie, wo stecken wir die jetzt rein, um sie so zu verkaufen, dass es nicht richtig ist, was sie machen. Und da muss ich sagen, hat der Staat durchaus ein Problem und ich hoffe, das Problem wird größer, umso mehr sich immer mehr Handwerker zusammenschließen. Ja, das zeigt ja auch wieder die Bedeutung auch der freien Medien, der privaten Streamer, der YouTuber, der alternativen Medien, der oppositionellen Medien wie Nachdenkseiten, die auch heute hier sind und berichten. Und das zeigt ja wieder, wie wichtig es ist, dass da zumindest irgendwie ein Austausch stattfindet. Also wenn ich dich richtig verstehe, du würdest es trotzdem weiter so machen und gehst weiter auf Demos, lässt dich nicht einschüchtern und wartest nicht darauf, dass die Demo in der Tagesschau kommt, damit sie stattfindet. Zu dem Thema ist es so, und da habe ich, muss ich mit Stolz sagen, eine Frau, die das alles mitmacht. Jeden Sonntag veranstalte ich im eigenen Ort einen entsprechenden Spaziergang, so soll er mal genannt werden, der polizeilich jede Woche neu angemeldet werden muss. Alten wahnsinniger Irrsinn und mache das jeden Sonntag, habe eine eigene Kundgebung schon veranstaltet, weiß auch da, wovon man spricht, was man da alles durchlebt oder erleidet. Bis das dann alles steht und auch letztendlich in Berlin verschiedenste Demos mitgemacht oder auch da vor dem Brandenburger Tor gesprochen. Und das wird weitergehen, natürlich in die Klärform. Klasse, super. Vielen Dank, dass du es weitermachst. Ich möchte gerne die anderen Handwerker, die hier noch auf dem Podium sind, da würde mich sehr interessieren, wie bei euch vor Ort die Situation ist und wie ihr warum ihr vor Ort euch gegen die euch für Obermeisterbriefe entschieden habt. Ich würde gerne zuerst, wenn das in Ordnung ist, Christian Lehlau fragen, der sich relativ spontan noch bereit erklärt hat, mit aufs Podium zu kommen. Vielen Dank dafür, Kreis Handwerkerschaft in Harz-Bode. Ihr habt auch einen Brandbrief verfasst. Ist das
eine Folge des Brandbriefes aus Dessau-Roßlau? Gibt es da andere Inspirationen noch? Und wer sind eure Partner, wer sind eure Gegner? Und vor allem, wie hat die Politik reagiert auf euren Brandbrief? Das würde mich sehr interessieren. Du musst unten drunter, da ist unten drunter so ein roter Knopf, da musst du einmal draufdrücken, der ist ganz klein. Genau. Du musst den, glaube ich, lang anhalten drücken. Versuch mal. Der ist genau das. Nee, das ist das komplizierteste Mikro. Das ist das komplizierteste, so, ja, aber jetzt geht's doch. Hat den kleinsten Knopf, den man am längsten drücken muss. Okay, also ich kann berichten, dass es in unserer Region sehr still ist. Es gibt Demos, ja, aber die sind nicht handwerksorganisiert. Also da ein Kompliment, wie das also hier vonstatten geht und wie es auch woanders vonstatten geht. Der Dessauer Obermeisterbrief war Anlass für unseren Obermeisterbrief. Ja, ich bin nicht im Vorstand, ich bin erst seit zwei Jahren Obermeister, habe aber gedrängt, dass wir auch in diese Richtung gehen müssen, weil wir unsere Meinung nicht klar vertreten konnten. Also klar heraussagen durften, oder war die Schwierigkeit, wie schreibt man diesen Meisterbrief, das weiß ich noch, wie setzt man den auf, machen wir das so forsch wie die Dessauer oder halten wir uns zurück, das war alles nicht so einfach, ich hätte mir mehr Mut gewünscht bei unserem Brief, ja, ich hätte ihn auch gerne unterschrieben, aber das war so eine Zeit, wo alles ganz schnell gehen musste, so gefühlt. Und unser Meisterbrief, der hat auch schon, glaube ich, eine Woche oder anderthalb Wochen gedauert. Und da war die Überlegung, wie kriegt man jetzt unsere Unterschriften darunter? Das war dann aber so schnell alles gar nicht umzusetzen. Ansonsten hatten ja die Hallenser auch einen Brief geschrieben und ich habe mitgekommen, wie sehr die auch zerstört worden oder medial unter Druck geraten sind. Ich habe versucht oder ich habe auch durch meine Foren, in denen ich so bin, auch mitbekommen, dass vielleicht war es im Erzgebirge oder irgendwo hat auch eine Gemeinde in der Richtung der Sanktionen geschrieben und ich habe denen das schnell zugespielt. Ich weiß nicht, ob sie schon von anderer Seite zugespielt bekommen haben, aber einfach als Unterstützung, weil ich wusste, dass unser Präsidium aus Magdeburg, also von der Handwerkskammer und die der hallensischen Handwerkskammer zu der Kreishandwerkerschaft gefahren ist und die dort, ja, ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch zurechtzustutzen, ich weiß es nicht, aber um denen einfach irgendwo eine Unterstützung zu geben. Ja, ich bin hier, weil ich mir erhoffe oder einfach sehen möchte, wo wir in Harzbode den Hebel ansetzen können, was können wir machen, wie können wir auftreten. Ja, letztendlich möchte ich meinen Kindern nicht sagen, wenn sie denn zurückgekommen sind von der Schule und sind in so einem Schlamassel reingeraten, wurden vielleicht geschubst oder ähnliches, dass ich denen nicht sagen muss, ja, schub doch einfach zurück. Und da bewegen wir uns irgendwo, wenn die einen Waffen haben, dann haben wir eben auch Waffen und das pauscht sich alles ohne Ende auf. Und bei der Kindererziehung, da machen wir es nicht, aber wir machen das eben auf dieser Bundesebene. Und ja, also ich freue mich einfach hier zu sein und irgendwie diesen Austausch hinzukriegen und mal gucken, wie es weitergeht und vielleicht kriegen wir da was hin. Klasse, also wir sehen, das sind ganz viele, die aufstehen lokal. Danke, dass du auch hier bist, Christian. Wir sehen ja, dass an vielen Orten die Menschen, die Handwerker, sich organisieren und aufstehen und eben null Unterstützung bekommen vom ZDH, vom Kreisverband des Deutschen Handwerks, von den Kammern, die ja eigentlich ihre Interessenvertretungen sind. Es gibt auch ich möchte gerne Norbert Fischer fragen, der Kreishandwerksmeister in Oberhavel ist und der gemeinsam mit Karl Krökel in Oranienburg auf den Demos war. Vielleicht kannst du mir noch ein bisschen was dazu erzählen, wie deine Erfahrung auf der Straße ist mit Demos und was ist so deine strategische Einschätzung? Was bringt im Moment am meisten, sich in solchen Foren zu vernetzen, zusammenzufinden, auf der Straße zu sein, Demos zu organisieren, Brandbriefe zu schreiben, den Kontakt mit Politikern zu suchen, eher konfrontativ oder eher kooperativ angehen? Was ist so deine Erfahrung? Erzähl vielleicht von deiner Zusammenarbeit mit Karl Krökel für die Demos. Und ich weiß nicht, gibt es bei euch auch einen Brandbrief? Erzähl von deiner Kreishandwerkerschaft. Also von uns gibt es keinen Brandbrief. Bei uns ist in Oranienburg, wo ich herkomme, die Oberhavel steht auf. Das ist eine montagliche Demo, die regelmäßig stattfindet. Und dort sind wir als Kreishandwerkerschaft angesprochen worden, dass wir uns dort mit dran beteiligen. Und ich hatte mich im Vorfeld schon
aufgrund von Aussagen, die vom ZDH, von dem Herrn Wollseifer damals und vom Bundesverband der Kreishandwerkerschaften, die diese Aussage von Herrn Wollseifer damals unterstützt hatten, habe ich mich so aufgeregt, dass ich bei denen angerufen habe. Sag noch mal kurz was zu den Aussagen, sonst sag ich es auch gerne, die sind wundervoll. Wie bitte? Sag noch mal kurz, was waren die Aussagen? Ich glaube, Wollseifer, was hat er gesagt? Alles schick, Krieg ist in Ordnung, Sanktionen sind noch besser, so sollten wir weitermachen. Ja, das ist so die Zusammenfassung. Ja, also ich glaube, er hat gesagt, das Handwerk steht 100% hinter den Sanktionen. Genau. Und da seid ihr ein bisschen anderer Meinung, wie ich sehe. Ne? Das und gut so. Da ich ja als Kreishandwerksmeister auch im Bundesverband bin, habe ich da angerufen in der Geschäftsstelle und habe ihn gefragt, wie er zu der Aussage kommt, dass alle Kreishandwerkerschaften damit einverstanden sind. Und da hat er sich so aufgeplustert und hat gesagt, was die alle im Osten wollen, das ist doch, wir im Westen sind damit alle einverstanden. Ach so, ja, dann ist das ja okay. Und wir sind... Die nächste Übernahme. Wir sind so, warum wir uns da... Das ist doch alles in Ordnung. Und da, ich bin fast durchs Telefon gekrochen. Ich war so wütend da, und habe den beschimpft nach Strich und Faden und habe mit meiner Kreishandwerkerschaft beschlossen, aus diesem Bundesverband auszutreten. Großartig, großartig. Klaus, du wolltest dazu auch noch was sagen, aber ganz kurz, Norbert, das würde mich noch interessieren, wie ihr euch dann jetzt neu organisiert. Naja, es ging ja weiter. Nachdem ich da so abgeblitzt bin, habe ich bei meinem Landesverband, ich gehöre zu den Tischlern, nicht auf dem Dach, ich arbeite mehr in geschlossenen Räumen, habe ich beim Landesverband angerufen, bei meiner Geschäftsführerin, das ist ja die Frau Maske, die mal mit dem Heinrich Maske verheiratet war, und die hat mich genauso abblitzen lassen und hat gesagt, wir machen sowas nicht. Wir gehen nicht auf die Straße und das ist doch alles in Ordnung. Und hat mich genauso aufgeregt, habe ich beim ZDA angerufen. Und da war ich genauso wütend und dann habe ich gesagt, jetzt kleckt mich alle an den Bollen. Jetzt werden wir uns auch an der Demonstration, Oberhavel steht auf, mit dran beteiligen. Und da habe ich dann Rücksprache mit meinen Innungen gehalten und habe mir sozusagen, weil ich ja eigentlich nur das Ehrenamt bekleide, habe ich mir sozusagen Rückenhalt geholt und habe gesagt, seid ihr damit einverstanden, dass ich da was dazu sage? War eigentlich, sagen wir mal, zu 90% waren sie mit einverstanden. Und als ich dann an dieser abendlichen Veranstaltung auf den Schlossplatz in Oranienburg kam, bin ich angesprochen worden, warum ich denn so ein Interview in der Zeitung gegeben habe. Und das Interview, die AfD verherrliche, ich sage, ich habe überhaupt kein Interview gegeben, ich weiß ja nicht, wie der Redakteur dazu kommt. Jedenfalls war ich niedergemacht worden, ohne dass ich schon ein Wort gesagt hatte. In der Tageszeitung, es war haarsträubend, was da drin stand. Aber du hast die Medienblockade durchbrochen. Es gibt keine schlechte Publicity. Manchmal, das ist eben das, wie man anfängt, in die Medien, in die Leitmedien zu kommen. Welches Medium war es? Taz? Ich habe überhaupt nicht mit denen gesprochen. Ich wusste ja nicht, wo der seine Weisheiten her hatte, die er da in der Zeitung geschrieben hat. Aber sie stand drinne, der Kollegen, die das gelesen hatten, die hatten denn ihren Oranienburger Generalanzeiger oder Märkischer Allgemeine denn abgestellt, haben sie mir anschließend. Ja, großartig. Ich kann das eigentlich nur jenen empfehlen, das abzubestellen, da steht sowieso nur Blödsinn drin. Und da werden einem die Worte im Mund umgedreht und die Nachlese davon war eigentlich nur, dass er dann den Karl Krökel nur beschimpft haben, weil er ja für Frieden war. Ich war dann nur noch eine Randnotiz, weil ich ja einen Tag vorher schon mein Fett wegbekommen hatte. Und damit war das Thema eigentlich abgegessen an der Stelle.
Finde ich gut, dass du das entspannt nimmst und dass ich auch sehe, dass die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, wenn in der Zeitung Blödsinn steht, nicht zu dir kommen und sagen, was hast du denn da angestellt, sondern die blöde Zeitung abbestellen. Also die man haben sieht, mich schon gefragt, was ich da angestellt habe, aber ich war unschuldig an der Stelle, weil ich nicht so oft bin, aber an der Stelle war ich... Dann sieht die Handwerker im Osten ticken noch sauber. Das ist gerade sehr erfrischend für mich als Wessi. Da muss ich auch widersprechen. Wir haben auch in unserer Erinnerung Neu-Ostbürger drin, die also auch eine vernünftige Ansicht haben. Also man kann sie nicht generell als... Also Ostbürger mit Westmigration sind. Ja, genau. Aber ihr habt die gut integriert. Ja, die sind auch schon gut aufmüpfig. Die haben sich gut integriert und sind eigentlich der Meinung, dass das alles nicht so weitergehen kann. Aber ja, das ist gut, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das ist ein schöner Konsens. Aber ich muss natürlich auch bestätigen und entschuldige, kannst gleich wieder zugreifen, was der Mario gesagt hat. Es ist bedauerlicherweise so, dass der Großteil der Leute, wenn man sich mit ihnen privat unterhält, unserer Meinung sind, aber sie eigentlich den Schwanz einkneifen oder was auch immer, was sie haben, und dann nicht mit an diesen Demos oder an diesen Publikationen mit dran teilnehmen wollen. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Und wenn das sich nicht ändert, werden wir... weil wir ja totgeschwiegen werden in den öffentlichen Medien, werden wir nicht wahrgenommen. Und ich höre es ja immer wieder, dass dann die Leute sagen, ja, es passiert ja nichts, was sollen wir denn machen? Was als Einzelne? Und da habe ich gesagt, wenn ihr gar nichts macht, passiert noch viel Schlimmeres. So wird dann nur totgeschwiegen und umso mehr eben auch an diesen Demos an den Ortschaften, und da sind viele sehr aktiv, muss ich sagen, hier gerade auch in Oberhavel. Ich hatte auch mit zum Beispiel mit der Kreishandwerkerschaft in der Uckermark zu tun gehabt. Da bin ich eigentlich sehr enttäuscht, dass sie heute nicht hier ist, weil hatten sich sehr um das PCK bemüht gehabt auch, aber wenn man nicht hier erscheint, kann man auch nichts machen. Ja, also wir sind da auf jeden Fall in Kontakt, das ist schon mal gut. Aber ich löcher sie trotzdem, dass er immer wieder Informationen kriegt und auch dran teilnehmen soll an diesen Dingen. Aber die Leute gucken nach unten und das ist sehr, sehr bedauerlich. Ja. Haben sie Angst oder sie erkennen nicht den Wert. Und ich muss immer wieder sagen, wir Handwerker brauchen einfach Frieden. Im Krieg kann kein Handwerk gedeihen. Und das ist das Schlimmste, was wir haben können. Und das Nächste, muss ja nun auch sagen, ich bin ja mehrfacher Großvater, wir haben ja weitestgehend unser Leben gelebt, aber die Jungen fehlen und für die geht es darum, in Frieden und Wohlstand, den wir auch von unseren Eltern teilweise bekommen haben und den wir erhalten und vielleicht sogar gemehrt haben, dass die dort weiterleben können. Und das fehlt. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und da haben, glaube ich, Handwerker und Mütter einiges gemeinsam. Ein gemeinsames Interesse am Frieden für die Zukunft der Kinder. Und aber was du ansprichst, wo vielleicht Klaus auch noch was zu sagen möchte, ist eben, dass zu viele Leute runtergucken, zu viele Handwerker sich nicht trauen. Viele trauen sich eben doch, wie wir jetzt heute hier sehen. Viel mehr als wir wussten, ich glaube, als die meisten von uns wussten. Und was wir hier sehen, ist, dass da doch viele sind, die aufstehen. Und dass man miteinander, wenn man vernetzt wird und ins Gespräch kommt, dass man dann erfährt, wie viele wir sind. Und das macht unwahrscheinlich Mut. Klaus, du wolltest noch was zu Norberts Beitrag sagen. Und danach. Ich wollte noch was ergänzen zum Thema Wollseifer. Karl Krögel, wo bist du? Nehmt mal die Hand. Da hinten steht er. Gut. Wollseifer ist der zum Thema Wollseifer, das ist war. Das ist der von uns nicht gewählte ehemalige Präsident des Zentralverbandes Deutsches Handwerk. Also praktisch
Handwerkskammer und den alle Kammern zusammen, ZDH oben drauf. Oberster Interessenvertreter. Genau, also praktisch der oberste Handwerker. Der hatte sich ja geäußert und hat zu dem auch von mir nicht gewählten Kanzler Scholz gesagt, er steht, das Handwerk steht geschlossen hinter ihm. Aufgrund dieser Äußerung haben wir uns am nächsten Tag sofort mit einer Vereinigung Bund für freie Kammern unterhalten und rückgekoppelt und haben eine Klage auf Unterlassung eingereicht. Weil es einfach nicht stimmt, ne? Ja. Ja, genau. Mhm. Weil es stehen ja nicht alle hinter ihm. Es gab ja schon jede Menge Briefe. Also Klage auf Unterlassung. Leider hat dann das Gericht, welches das entscheiden sollte, das so lange hingeschleppt, bis Wolse einfach nicht mehr im Amt war. Es ist dann irgendwo verlaufen. Das auch zum Thema, was ist denn bei uns noch Recht? Und wer spricht Recht? Wer kriegt Recht? Wo wird es unter den Tisch gekehrt? Mhm. Also wir stehen wirklich eigentlich vor dem Thema Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Ich denke, was wir ganz klar sehen, ist, die deutsche Verbändedemokratie zumindest geht gerade vor die Hunde, denn die Verbände, die euch vertreten sollen, eure Interessen, ob als Arbeitnehmer mit Gewerkschaften oder als Handwerker mit den Handwerkskammern, diese Verbände vertreten nicht eure Interessen. Und da ist eben die Frage, wer füllt die Lücke? Da stellst du, glaube ich, eine sehr wichtige Frage, Klaus. Es gab also schon den Ruf, lasst uns doch ein ostdeutsches Handwerksverband gründen. Gut, Mann. Und dann kapert ihr, dann macht ihr mal die umgekehrte Übernahme und übernehmt den Westis, dass die auch wieder zu Verstand kommen. Das wäre super, dann hätten wir auch in Nordrhein-Westfalen mal ein bisschen Hoffnung. Das wäre super. Du musst dein Mikro kurz anmachen und dann wollte ich unbedingt noch mit unserem Bewegungsstrategen jetzt, ja, Rainer sprechen. Das Problem in den Verbänden ist, dass die Verbände in den alten Bundesländern so stark sind, dass alle Initiativen, die in den Ostverbänden beschlossen oder durchgesetzt werden sollen, an den scheitern. An den Mehrheitsverhältnissen, die zugunsten der westdeutschen Verbände sind. Zum Beispiel steht bei uns zum Beispiel die Frage in Westbrandenburg die Tischlerinnung mit den Berlinern zu vereinen. Die haben nicht so viel Stimmen, auch wenn sie sich vereinen, auf Bundesebene wie der Bayerische Landesverband alleine. Und das funktioniert dadurch nicht. Die können durchdrücken, was sie wollen. Wir fallen einfach hinten runter. Und die Kammern sind so veranlagt, auch meine Kammer in Potsdam, die vertritt ja das Westbrandenburger Handwerk, die schreiben Briefe, hübsche Briefe, schöne, lange, gut formulierte, nichtssagende Briefe, aber damit passiert nichts. Und sie beteiligen sich nicht dran, denn sie sitzen ja in ihrem Kämmerlein, haben sehr gute Gehälter sich angeschafft. Dagegen hatte ich schon mal opponiert und kam natürlich auch sehr ins Hintertreffen damit. Aber weil sie der Meinung sind, ihnen steht das alle zu. Und in die alten Bundesländer sind eben so gut situiert und so gut aufgestellt, dass wir damit überhaupt nicht ankommen. Und als Beispiel war das eben denn gerade bei den Gehältern der Handwerkskammern, dass sie sagen, in den alten Bundesländern sind sie teilweise verbeamtet, die Kammerpräsidenten und die Hauptgeschäftsführer, und das steht uns also auch genau zu. Aber dass die Beiträge von den Handwerkern sind, egal ob sie existieren oder nicht, interessiert die überhaupt nicht. Und dass sie eigentlich die Interessen von den Leuten vertreten müssten. Und das ist überhaupt nicht mehr Fakt. Und das ist das Schlimmste an der ganzen. Aber wir können nicht aussteigen. Ja, aber ihr könnt opponieren, denn wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Und das macht er ja gerade schon super. Ich wollte dazu noch aber, kurz... Dann würde ich Sie doch gerne, aber ich bin zwar nicht mehr in der Vollversammlung der Handwerkskammer Potsdam, da bin ich jetzt aus Altersgründen ausgetreten, aber Sie können ja gerne mal, kann ich Ihnen gerne mal, wenn wieder die Vollversammlung in Potsdam tagt, können Sie gerne mal dran teilnehmen, das ist wie in der Volkskammer.
Da wird die Hand gehoben, einstimmig und einstimmig wieder gesenkt. Und egal, welche Anträge dort eingebracht werden, die können Sie sich ins Haar wischen. Da passiert nichts. Und genau das ist die Fassadendemokratie, die uns allen tierisch auf den Keks geht, oder? Genau das ist diese Fassadendemokratie. Und das brauchen wir genau nicht. Wir brauchen echte Interessenvertretung. Und was ich sehe an euren Beispielen ist, echte Interessenvertretung bedeutet, sich die Hände schmutzig machen, bedeutet auch mal mit Dreck beworfen werden, bedeutet Ärger kriegen. Und das muss man machen. Lothar, Klaus, du wolltest noch was dazu sagen, dann wollte ich aber... Nochmal ganz kurz für die Anwesenden. Man muss wissen, dass es in Deutschland, in jedem Bundesland, mindestens 2 Handwerkskammern gibt, mindestens 2 Industrie- und Handelskammern. Also für das Land Sachsen-Anhalt gibt es eine Handwerkskammer Halle für den südlichen Raum, Magdeburg für den nördlichen Raum. Und dann gibt es 2 Kammern, IHK, Dessau und Halle. Und in Sachsen gibt es 3 Handwerkskammern, in Thüringen auch. Und so, dass wir auf über 50 Kammern kommen in ganz Deutschland. Da sitzt eigentlich ein Arbeitskräftepotenzial ohne Ende, die aber nicht unsere Interessen vertreten. Das muss man halt einfach auch mal so deutlich sagen. Ja. Das sind nur Duckinstrumente, um uns ruhig zu halten. Mehr kannst du nicht sagen. Ich glaube, da gilt der Spruch eines Vertreters vom Friedensforum Düsseldorf, den ich vor kurzem auf einer Friedensdemo in Düsseldorf kennenlernen durfte, der Hermann Kopp, der sagte, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Und ich glaube, das ist ein Spruch der alten Friedensbewegung, der auch vielleicht dem deutschen Mittelstand in diesen Tagen sehr hilfreich sein kann. Und wir hatten, entschuldigen wir mal, wir hatten vor 10 Jahren unter Dieter Ju die ersten Dessauer Handwerksgespräche, um mal dieses Kammerunwesen etwas zu reformieren. Aber es ist halt dabei geblieben, wir haben keinen Gegenpart gefunden, keinen Widerhall. Aber wir standen hier schon mal als Vorreiter, schon vor mindestens 10 Jahren hier. Mhm. Danke, jetzt ist Schluss. Was zeigt, es ist der stete Tropfen höhlt den Stein und wir müssen dranbleiben. Jemand, der sehr strategisch verschiedene Gruppierungen und Bewegungen verbindet und Brücken baut, ist ja Rainer Braun. Weil Rainer Braun ist nicht nur Vertreter des International Peace Bureau in Genf, sondern ist auch wichtig im Moment als Mensch der Friedensbewegung, Grundrechtebewegung verbindet. Wir haben auf dem Kasseler Friedensratschlag letztes Jahr gesprochen und da ging es eben auch darum, wie können Friedensdemos wieder groß werden und wie können Friedensdemos auch vor allem auch die Grundrechtebewegung mit einbeziehen, von denen viele ja auch aus der alten Friedensbewegung kommen. Und wir müssen eben jetzt, ich glaube, ihr Jungs müsstet eure Mikros eben nochmal ausmachen, vielleicht guckt nochmal aufs Umfeld. Ist jetzt genau. Und wir sind ja auch hier heute eigentlich in einem Strategiegespräch. Hier sind ja viele Menschen, die vor Ort Demos machen, die Interessenvertretung machen, die Politik machen, die und was uns ja alle eint, ist, dass wir Oppositionelle sind. Ich meine, sehen wir den Tatsachen ins Auge. Wir äußern uns regierungskritisch. Das hier ist eine regierungskritische Veranstaltung. Ich hoffe, habt ihr alle mitbekommen. Ja? Wir sind also damit alle unter Druck. Und geraten damit alle unter Druck, alle, die sich äußern, alle, die aufstehen. Das war noch nie einfach, es war noch nie so schwierig, vielleicht wie jetzt aktuell in diesen Zeiten. Die Nichtberichterstattung, die Zensur, die falsche Berichterstattung und die Diffamierung zeigen es. Auch Rainer Braun hat seinen Teil an Diffamierung abbekommen. Rainer, sag noch mal kurz was dazu. Erstens, wie gehst du damit um, mit Diffamierungserfahrungen, die du machst? Und was gibt dir trotzdem weiter den Mut, zu versuchen, die Friedensbewegung immer stärker zu machen und für die Friedensbewegung weiter zu arbeiten? Und wie gehst du vor allem um mit Verbandsfunktionären, die hauptamtlich beschäftigt werden in Verbänden wie DFGVK, Deutsche Friedensgesellschaft, Verein der Kriegsdienstverweigerer und die dort eigentlich Friedensdemos kleinreden und Friedensinitiativen kleinreden, wo sie können. Das ist zum Beispiel der Fall, den wir in Nordrhein-Westfalen haben, dass es heißt, diese und jene Friedensdemo wäre rechtsoffen, was auch immer das bedeutet. Und man müsste sich davon distanzieren. Wie gehst du um mit dieser Distanzeritis? Wie gehst du um mit Diffamierungen dir selber gegenüber? Und was macht dir die Hoffnung, was gibt dir den Mut und die Kraft, trotzdem immer weiterzumachen?
gleich einige Fragen. Nein, entschuldige. Das ist viel zu viel für eine Antwort. Ich will mal mit einer ganz einfachen Antwort anfangen. Was Mut macht, ist hier zu sein. Die Handwerker für den Frieden sind eine ganz große Errungenschaft der Friedensbewegung. Vielleicht die letzte große, die wir in den letzten Jahren erreicht haben. Und von daher ist mein erster Satz erstmal ein Dank an die, die das gemacht haben. Die jetzt teilweise hier sitzen, unten sitzen, heute Vormittag mit dabei waren. Das ist ein neuer Impuls für die Friedensbewegung aus einem gesellschaftlichen Bereich, wo man es nicht unbedingt erwartet hat. Und das ist toll, mutmachend, verändernd und schafft auch eine neue Kräftekonstellation. Wer erwartet denn eigentlich schon von den Handwerkern, dass sie sich gegen den gesellschaftlichen Mainstream für den Frieden engagieren? Und ich muss mal sagen, es ist auch kein Zufall, dass das aus dem Osten kommt. Der Osten ist einfach rebellischer. Und das ist auch gut so. Ja, und bei allem, was sie versucht haben in den letzten 30 Jahren, diese Rebellion haben sie vielen Menschen im Osten noch nicht ausgetrieben. Und es ist in vielen Bereichen hinein. Und diese Rebellion und diese rebellische Grundhaltung ist es, was Mut macht und was auch ausstrahlungsfähig ist. Also Karl war in Bremen, der ist ja in Bremen gefeiert worden wie ein kleiner Held, weil er der erste Handwerker war, der rebellisch gegen Kriegspolitik aufgetreten ist, weil er die im Westen noch auf den Fußboden schaut. Und ich glaube aber, das macht Mut. Und das ist meiner Sicht nach das große Signal, was von diesen Aktivitäten ausgeht. Und ich kann euch alle nur bitten, redet mit euren Kolleginnen und Kollegen im Westen. Ermutigt sie, auch ein bisschen rebellischer zu werden. Weil das ist nämlich genau das, was wir oder auch ich brauchen. Wenn du alleine bist, bist du verloren. Wenn du nicht alleine bist, wenn du die Sympathie und die Unterstützung von anderen Menschen, von anderen Initiativen hast, dann ist das wie, wenn ein Riese hinter dir steht und dir hilft und dich auch ein bisschen stützt und dir Mut macht. Von daher ist die Solidarität der Grundpfeiler, warum man sich wehren und bewegen kann. Und diesen Grundpfeiler, den müssen wir weiter stärken und das sollten wir wirklich gemeinsam tun. Und deswegen müssen wir uns auch gegen alle wehren, die uns immer in irgendwelche Ecken stellen. Also ich habe eben schon zum Rechtsoffen argumentiert. Ich wiederhole das nochmal. Als Linker bin ich natürlich rechtsoffen, wenn ich Bündnispolitik mache. Mit wem soll ich denn Bündnispolitik machen? Also wenn ich links stehe, dann ist die SPD und die Wertkonservative und die anderen und die Gewerkschaften und die Kirche alles rechts von mir. Ich will doch aber mit denen zusammenarbeiten, weil nur gemeinsam machen wir den Frieden sicherer. Nur gemeinsam beenden wir den Krieg. Von daher bin ich rechtsoffen aus Überzeugung, weil ich meine, große gesellschaftliche Bewegung müssen zusammenarbeiten. Die Gesellschaft muss eine Antikriegsposition finden, von oben bis ganz unten. Und dafür müssen wir wirken. Und deswegen sollten wir uns auch nicht durch dieses dumme Geschwätz, das zu nichts anderem dient, als zur Aufspaltung, zur Diffamierung, die Menschen klein zu halten, die Menschen weiter nach unten zu gucken. Man kann doch von einem Menschen in diesem Lande nicht erwarten, dass er auf die Straße geht, wenn wir uns gegenseitig völlig zerfleischen. Wo ist denn unsere Ausstrahlungsfähigkeit? Wo ist denn der Mut, die Kreativität nach außen zu gehen, wenn wir uns im Wesentlichen mit uns selbst beschäftigen? Deswegen lasst uns mit diesem Unsinn aufhören. Solidarität ist die Stunde, die wir brauchen. Gemeinsam nach außen gehen. Und ich will auch noch mal einen zweiten Gedanken sagen, als Friedensbewegter. Ich habe mir natürlich auch überlegt, es ist ja irgendwann eigentlich mal Zeit, auf irgendeine schöne Insel auszuwandern, um mal zu gucken, wie der Strand dort ist und das blaue Wasser, das hoffentlich nur warm ist. Aber wenn ich mir dann überlege, kann ich das eigentlich machen, wenn ich so viele Jahre was gemacht habe, auch mit so vielen Menschen ehrlich zusammengestanden habe, so viele junge Menschen motiviert habe, mir nachzufolgen, was zu machen. Und dann verpisst du dich, wenn der Dritte Weltkrieg droht? Das kann doch nicht sein. Von daher finde ich, wie alle, glaube ich, eine ganz besondere Herausforderung in der jetzigen Situation. In einer Situation, die, glaube ich, noch nie so gefährlich war wie jetzt. Die 90 Sekunden vor 12 der Bulletin of Atomic Scientists, was ja alles Nobelpreisträger sind, ist doch kein Gespenst,
sondern brutale Realität. Und der müssen wir uns stellen. Und dann stellen wir sich doch die Frage, stehen wir da alleine? Und das tun wir eben Gott sei Dank nicht. Wir haben ja manchmal in diesem Land das Gefühl, dass wir alleine stehen. Alle beschimpfen uns, alle diffamieren uns und die uns nicht beschimpfen und diffamieren, gucken auf den Fußboden. Aber erstens stimmt das für unser Land nicht, wie wir in den letzten Wochen und Monaten gezeigt haben. Die 50.000 in Berlin, die 20.000 in München, die vielen, vielen Demonstrationen, übrigens auch wieder mit Schwerpunkt im Osten, sind alles Mutmacher. Dann gucken wir mal über unsere Grenzen. In Rom haben vor ein paar Wochen 100.000 Menschen demonstriert. Von den Katholiken, von den katholischen Kardinälen angeführt, bis hin zu den Gewerkschaften und den linken Parteien. In anderen Ländern mehrt sich das. Frankreich steht auf, traut keiner Regierung mehr. In England haben wir so viele Aktionen wie selten zuvor. Und wenn ich jetzt auf die Länder dieser Erde gucke, die sich um den Frieden bemühen, Brasilien, China, Indien, Indonesien, BRICS, Shanghai-Kooperation. Wenn ihr das alleine zusammenzählt, kommen wir auf 150, 160 Länder, die alle das Gleiche denken wie wir, die diesen Krieg beenden wollen, Waffenstillstand und Verhandlungen haben wollen. Das sind doch tolle Partner. An deren Seite stehen wir. Und das macht uns auch stark und sollte uns auch mehr Kraft geben und mehr Optimismus in unserer Argumentation. Und dann kann ich als Letztes nur sagen, Praxis ist das Kriterium der Wahrheit. Ostermärsche, große Aktionen wieder. Und dann treffen wir uns im Herbst mal wieder hier. Und dann werten wir mal aus. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht sagen können, wir sind doch deutlich weitergekommen. Wir sind vor allem auch diesen Kriegstreibern in die Arme gefallen. Wir haben sie an den Verhandlungstisch gezwungen. Ich glaube nicht, dass wir schon Frieden haben werden, aber wir haben sie an den Verhandlungstisch gezwungen. Vielleicht haben wir es sogar geschafft, dass das tagtägliche Morden und Töten aufhört. Und dann können wir auch irgendwann mal sagen, wir haben unseren kleinen Beitrag dazu geleistet, dass diese Welt ein bisschen friedlicher wird. Und ich glaube, dass wir darauf stolz sein können. Und diesen Stolz sollten wir weitergeben an alle nachfolgenden Generationen, an auch die jungen Leute, die wir motivieren müssen, mit uns zu kämpfen. Und das gemeinsam schafft, glaube ich, auch eine Atmosphäre, mit der wir mit neuem Mut und neuem Schwung jetzt die nächsten Wochen und Monaten gestalten können. Und ich kann nur sagen, ich werde euch ja nicht alle treffen, aber hoffentlich treffe ich viele von euch irgendwo auf den Ostermärschen. Vielen Dank, Rainer Braun. Ich finde, das war eigentlich schon ein tolles Schlusswort, aber ich möchte noch eine Frage zum Abschluss stellen, bevor wir gleich... wir haben gleich noch ein kurzes Abschlussstatement von Karl Krökel und wir haben übrigens, habe ich gehört, auch ein paar Häppchen vorbereitet, ein paar Snacks. Niemand muss hier hungrig gehen, einfach gegen kleine Spende haben wir Kaffee und wir haben belegte Brote, glaube ich, und ein bisschen Pizzaschnäckchen vorbereitet, also Verschiedenes vorbereitet gleich noch zum Abschluss, um auch nochmal zusammenzukommen und vor allem auch miteinander zu sprechen, weil ich denke, da ist sicher ganz viel Gesprächsbedarf. Von hier soll ja auch ein strategischer Impuls gehen, nicht nur, wir wollen nicht nur den Ist-Zustand betrachten, sondern vor allem strategisch sehen, wie wir da vorne sehen können. Und da hat ja Rainer gerade schon einen starken Impuls gesetzt und ganz klar gesagt, es folgen jetzt nächste Woche die Ostermärsche. Es ist ein großer Ostermarsch in München, auch von Macht Frieden geplant. Es gibt in Bremen einen großen regionalen Ostermarsch. Ich glaube, in Hamburg gibt es einen großen Ostermarsch. Es gibt eigentlich in jeder Stadt einen Ostermarsch. Sag das nochmal durchs Mikro, das ist wirklich, das macht mir Mut. Also, wir haben dieses Jahr mehr als 120 Ostermärsche. Das macht uns kein Land auf dieser Erde nach. Da sind wir wirklich einmalig. Also da tut sich ganz viel. Und bei diesen Ostermärschen tut sich auch ganz viel in der Bündnispolitik, dass eben die vor allem die Friedens- und die Grundrechtebewegung zunehmend zusammenwachsen und dadurch stärker werden. Das geht nicht ganz ohne Widerstände, denn wir sehen, dass eben viele Funktionäre auch da ihre Pfründe verteidigen. Müssen wir
Rainer, und das wäre noch eine Abschlussfrage an dich. Müssen wir vielleicht auch in der Friedensbewegung, und die gleiche Frage würde ich gerne auch Peggy im Anschluss stellen, müssen wir vielleicht auch in der Gewerkschaftsbewegung, auch in der Arbeitnehmervertretung, müssen wir vielleicht überall uns einer Situation stellen, einer Realität, einer sterbenden Verbändedemokratie, in der die Verbände, in der wir Funktionäre bezahlen, um unsere Interessen gemäß den Satzungen der Verbände zu vertreten, nicht das tun, was wir von ihnen erwarten, weil sie von oben gekapert, eingekauft werden, Karriere machen wollen, nicht die nötigen, ja, oder wie Norbert sagte, den Schwanz einkneifen, sich einfach nicht trauen. Woran liegt es? Und wenn wir uns dieser Realität stellen müssen, was ist dann die Alternative? Wir haben jetzt von den Handwerkern gehört, es gibt freie Innungen, eben auch als Interessenvertretung neben den Handwerkskammern, die eben diese in dieser Interessenvertretung kolossal versagen. Ich glaube, das kann man so festhalten. Und dann ist die Frage, ist es auch so in den Verbänden in der Friedensbewegung, zum Beispiel DFGVK, oder ist es so und in den Gewerkschaften IGBCE, IG Bau und Chemie, die Bergbau und Chemie, die ja die Interessenvertretung der Arbeitnehmer unter anderem in Schwert wäre für das PCK-Werk. Was können wir tun? Müssen wir diesen Funktionären die Macht entreißen? Müssen wir andere Menschen dort an die Macht bringen? Oder müssen wir parallele Strukturen aufbauen? Oder müssen wir uns ganz anders organisieren? Was ist die Lösung? Denn die Lösung kann ja nicht sein, wie Peggy berichtet hat, dass immer mehr Arbeitnehmer sich einfach woanders beschäftigen lassen, aus ihrem alten Beruf aufgeben, wie im PCK-Werk, das viele machen, und man einfach sich in die Situation hineingibt und damit lebt, sondern wir wollen ja uns ja wehren. Wie können wir Widerstand organisieren, ohne die Verbände, die wir dafür bezahlen, diese unsere Interessen zu vertreten? Wie ist das besonders in der Friedensbewegung? Also wir müssen mit den Menschen reden. Wir müssen auf die Menschen zugehen, die in diesem Lande überall sind. Und wir müssen dort auf sie zugehen, wo wir sie treffen. Am Arbeitsplatz, zu Hause, in dem Freizeitbereich, in den Sportvereinen, wo immer. Weil Menschen gestalten Geschichte. Und wenn wir das ernst nehmen, müssen wir wieder viel, viel mehr dialogfähig und offener werden. Machen wir uns doch alle auch nichts vor. Wir sind doch als Friedensbewegung in den letzten Jahren auch ein bisschen ein Inzuchtverein geworden. Wir haben uns ganz wohl gefühlt, immer mit den gleichen Leuten die gleichen Streits zu machen und die gleichen Kompromisse zu finden. Das geht jetzt nicht mehr, wenn bei diesem Krieg und diesen großen geostrategischen Herausforderungen. Wir müssen wieder rausgehen, hin dort, wo die Menschen sind. Das ist die Gewerkschaftsversammlung, das ist der Kirchenchor, das ist der Sportverein, das ist da, wo wir arbeiten, leben und lieben. Und da müssen wir versuchen zu mobilisieren und zu überzeugen. Veränderung geschieht doch nur dann, wenn in den Köpfen von Menschen sich was verändert. Dann verändern sich auch Strukturen. Wenn wir glauben, wir können Verbände, Institutionen verändern, indem wir nicht die Menschen in ihnen, ihren Denkstrukturen und ihrem Verhalten verändern, das werden wir nicht. Dann sind die Institutionen immer stärker als die Menschen. Die sind nur dann nicht mehr stark, wenn die Menschen sich für ihre eigenen Interessen einsetzen und damit dann auch in ihren Institutionen diese Veränderung durchsetzen. Wir haben das doch alles schon mal vorgemacht. Die Älteren werden sich erinnern, die älteren Westdeutschen werden sich erinnern. Wir haben eine SPD gehabt, die war für die Raketenstationierung. Und 2 Jahre später war sie gegen die Raketenstationierung. Das ist doch nicht vom Himmel gefallen oder vom lieben Gott gekommen, sondern es ist dadurch gekommen, dass 100.000 auf der Straße gewesen sind, dass ganz viele andere Sozialdemokraten überzeugt haben, dass sie in ihren Strukturen neue Veränderungen herbeigeführt haben. Und dann ging es nicht mehr anders. Da musste auch Willy Brandt, der zuerst für die Raketen war, auf der großen Friedenskundgebung gegen die Raketen reden. Und so kriegen wir Veränderungen und so verändern wir auch überholte, verkrustete und alte Strukturen, nicht indem wir sie beschwören und nur anklagen, sondern indem wir die Menschen in ihnen verändern. Wir haben noch 6 Millionen Gewerkschaftsmitglieder, wir haben 10 Millionen Katholiken immer noch, wir haben noch mehr Protestanten in diesem Land. Wenn wir sie mitnehmen, dann schmeißen wir die Institutionen über den Haufen. Das ist, glaube ich, der Weg, wie man zur Veränderung kommt. Und nur diesen Weg können wir gehen. Ja, sonst sind wir auch nicht besser, als andere nur anzuklagen.
Aber Anklagen reicht nicht mehr aus. Es steht die Existenz auf dem Spiel und die Existenz sichern tun wir nur, indem wir mit allen anderen Menschen um uns herum gemeinsam verändern. Das ist die Herausforderung, für die wir stehen. Deswegen sage ich auch nichts zur DFGV, obwohl ich mich jeden Tag darüber ärgere, sondern sage einfach, lass uns mit den Leuten reden, lass uns die Menschen gewinnen und wenn wir die Menschen gewonnen haben, dann gewinnen wir auch noch mehr. Ihr habt uns doch wunderbar vorgemacht, ihr wart 3000 in Dessau, heute die 250 hier, das wird doch was, das wird doch mehr werden und gemeinsam schaffen wir es auch, wenn wir uns gemeinsam diese Aufgabe stellen und selber wissen, dass der neben mir in Solidarität mit mir steht und auch kein Konkurrent ist, sondern ein ganz, ganz wichtiger Partner, in Köpfe zu verändern und damit auch Politik zu verändern. Dankeschön. Danke, Rainer. Ja, tatsächlich waren wir heute, ich glaube, wir hatten eine Obergrenze eigentlich von 200 angesetzt, sind aber heute noch so viele Menschen dazugekommen, dass wir tatsächlich 250 zum Teil waren. Also es ist ganz toll, wie hoch das Interesse heute an der Veranstaltung war. Ich möchte noch ganz kurz als Abschlusswort nochmal zurück zum Anfang und Peggy fragen, wie du das siehst mit den Institutionen, die ja von den handelnden Menschen gestaltet werden. Ich glaube, Rainer hat vollkommen recht. Institutionen sind das, was wir aus ihnen machen. Sie sind nicht gegeben und gegen sie zu kämpfen und sie nur zu kritisieren, bringt uns nicht weiter, sondern wir müssen sie gestalten. Wie siehst du da die Hoffnung bei der IGBCE, bei deiner Gewerkschaft und wo siehst du deine Interessenvertretung im Moment? Wer vertritt deine Interessen mit? Wo findest du Solidarität und was macht dir Mut, wenn es nicht die Gewerkschaft ist? Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Meine Interessen vertrete gerade ich selber. Meine Gewerkschaft, da bin ich schon seit 27 Jahren und ich habe gerade in der Zeit, wo er gesprochen hat, überlegt und bin gerade tatsächlich zu dem Entschluss gekommen, dass ich da austreten werde. Und wenn das alle machen würden, dann hätten die ja gar keine Gelder mehr. Und ich muss sagen, bis jetzt hatten wir ja auch noch keine großartigen Probleme. Die Chemieindustrie ist die bestbezahlteste Industrie. Ja, wir haben ja Chemietarif. Dementsprechend zahle ich ja auch prozentual Gewerkschaftsbeiträge, nicht zu knapp. Und die in den oberen Reihen sitzen, da bin ich mir ziemlich sicher, haben auch ein Parteibuch, sonst würden die da nicht sitzen. Also vertreten die Interessen der Parteien genau. Und nicht meine. Also für mich steht fest, eigentlich müssen die ganzen Gewerkschaften weg. Jetzt sehen wir ja, jetzt haben wir ein Problem. Diese Gewerkschaften. Diese vielleicht. Also vielleicht diese nur meine. Ja, aber vielleicht müssen aber, nicht Gewerkschaften an sich nee, weg. Nee, aber die Interessen, also die vertreten meine Interessen nicht. Und tatsächlich ist es so, jetzt habe ich mich zu Wort gemeldet und ich habe eine Einladung gekriegt von unserem obersten Gewerkschaftssekretär Nordost. Der möchte so gerne mit mir reden. Also ich weiß nicht, ob er mich, so ausräuchern möchte, ja, oder meine Gesinnung, oder vielleicht möchte er mir irgendwas austreiben. Ich weiß ja nicht, wie das Gespräch nachher endet, aber tatsächlich habe ich jetzt gerade beschlossen für mich, ich trete aus. Ich hoffe, du sagst dem, finde ich erstmal gut, aber ich hoffe, liebe Peggy, du fährst trotzdem zu dem Gewerkschaftsfunktionär und trittst dem mal kräftig in den Hintern und sagst dem mal Bescheid. Ich finde, das wäre wirklich meine Maßnahme. verbal, natürlich nur. Ich finde, das war eine sehr erfrischende Runde. Ihr habt natürlich noch Zeit für ein kurzes Schlusswort, Norbert, wenn du noch möchtest, will ich euch auf jeden Fall noch die Gelegenheit geben, denn es wird mich auf jeden Fall noch interessieren, was den Handwerkern Mut macht und wo sie Solidarität finden und wie ihr, was ihr hier heute für euch aus der Runde mitnehmt und was ihr euch wünschen würdet, auch von den Menschen, die hier sind, die ja viele aus der Friedens- und Grundrechtebewegung, aus der Umweltbewegung, viele sind auf der Straße aktiv im Demo-Geschehen, was ihr da braucht und euch wünscht. Vielleicht Norbert, willst du für die Handwerker nochmal oder wenn noch jemand anders noch. Ich würde gerne nochmal was dazu sagen. Organisation hin, Organisation her. Das, was mir in dem Forum bei Frau Reimann sehr gut gefallen hat, war eigentlich, dass die dort Anwesenden gefordert haben, ihre Vorurteile dem anderen gegenüber wegzuschmeißen und auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu kommen. Und der ist nun mal Frieden. Auch wenn Herr Braun gesagt hat, alles von mir ist sowieso rechts, mag ja sein. Er ist ja aber auch eine linke Socke, muss man dazu sagen. Ich kann mich aber nicht einordnen und ich lasse mich auch nicht einordnen. Aber wenn wir uns alle, ob nun SPD, AfD, FDP, CDU und alle, die ja teilweise ja nicht so weit voneinander entfernt sind, uns wenigstens auf den gemeinsamen Nenner Frieden einigen könnten, dann wäre die Welt doch viel
schöner und dann würde sich auch alles andere hier ändern. Einigende Worte. Ich finde, das war erfrischend und ermutigend, das Gespräch mit euch. Mir hat sehr viel Freude gemacht, auch der Einblick vor allem in die Agonie unserer Verbändedemokratie, in das zusammenbrechende Verbändewesen in Deutschland und wie aus den Trümmern des in sich zusammenfallenden Verbändewesens eigentlich schon ganz viel Neues entsteht und ganz viel neue Interessenvertretung und ganz viel mutiger Protest und wie eigentlich auch sich ganz viel Solidarität vor allem entwickelt. Das hat mir sehr, sehr viel Mut gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Mut gemacht und Freude gemacht zu diskutieren. Vielen Dank an die Panel-Teilnehmer. Das war wirklich klasse, mit euch zu sprechen. Einen vielen herzlichen Dank. Vielen Dank euch. Das hat sehr viel Freude gemacht mit euch. Ich bitte Karl Kröke für ein kurzes Abschlussstatement auf die Bühne. Sind alle anderen Mikros aus oder muss ich noch mal kurz irgendwo? Gut, dann kannst du eins nehmen. Genau, ich mache meins jetzt aus. Ihr könnt mein Headset also gleich ausmachen. Und nach deinem Abschlussstatement gibt es noch ein paar Snacks. Kommt noch mal zusammen und vernetzt euch dann. Ne? Ist es aus? Brauchst du meins? Du musst jetzt... Schau mal. Ja, jetzt ist es an. Also liebe Freunde, wir sind am Ende unseres ersten Kongresses angelangt und ich will euch auch nicht lange mit einem Schlusswort aufhalten. Und zwar deshalb, weil mein Freund Rainer Braun hier in seinem Statement im Grunde genommen genau das gesagt hat, was ich hätte hier zum Schluss als Schlusswort halten wollen. Deswegen, das war so fantastisch, das war eigentlich auch die Zusammenfassung und ich denke, die Veranstaltung war wichtig. Und vor allen Dingen die Beteiligung, die hohe Beteiligung bis zum Schluss, weil ja viele sagten, nach chronischem Mal sind dann alle weg und so, alles nicht eingetreten. Die hohe Beteiligung bis zum Schluss zeigt das große Interesse und auch derartige Veranstaltungen in anderen Regionen durchzuführen. Und dazu haben wir uns heute hier verständigt, in den Pausengesprächen, wo wir uns dann treffen gemeinsam und wer was organisiert und wo wir dann hinkommen. Das ist alles klar. Deshalb bleibt mir nur eins, ich möchte mich recht herzlich bedanken bei allen, die hier erschienen sind, den Gruppierungen aus der Bürgerschaft und den Besuchern. Die Org-Gruppe hat Hervorragendes geleistet, also es war fantastisch und wie es weitergeht, ist angeklungen worden, Rammstein und so weiter, Nord Stream statt Ruin, dort kommen dann auch Industrieverbände, da sind wir dann. Und wir werden, das ist dann auch der Schluss, diese Ergebnisse dieser Konferenz in einer Broschüre zusammenfassen. Gabriele Krone-Schmalz hat sich vorhin bereit erklärt, hierzu ein Vorwort zu schreiben. Alle Forumsleiter sind jetzt aktiviert, das zu machen. Und dann kommt ihr irgendwie an die Broschüre ran und wir haben dann einen bleibenden Wert, den wir auf meiner Hand halten können und sagen, das haben wir damals gemacht und das haben wir da gesagt und das, dafür sind wir eingestanden. Also, ich wünsche allen eine schöne Nachhausefahrt, schönen Sonntag noch und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Dankeschön. Karl, du musst, glaube ich, das Mikro ausmachen, sonst hast du eine Rückkopplung. Ist jetzt meine Rückkopplung? Nee, seine, oder? Seine. Dein Mikro ist aus, oder? Während ihr schon mal alle zusammenkommt.